Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Auswahlorakel. Ich freue mich, dass du wieder hier dabei bist. Und heute bekommst du heilsame Impulse. Und zwar wird das so sein, dass du über dieses Reading, über dieses Orakel zum einen heilsame, wertvolle, positive Energien einladen, empfangen darfst. Und zum anderen destruktive, negative Themen und Energien loslassen darfst. Also dieses Reading wird dich unterstützen, eben Themen, die dich aktuell noch zurückhalten, blockieren, die dir das Leben so ein bisschen schwer machen, gehen zu lassen. Ne? Vielleicht auch jetzt gerade zum Abschluss des alten Jahres, dass das nicht noch mit ins neue Jahr kommt. Und gleichzeitig darfst du unterstützende Energien einladen und hierüber empfangen für dich. Genau, dafür darfst du dir gerne einen der beiden Stapel aussuchen. Schau, wo es dich hinzieht. Vielleicht spricht dich der Amazonit heute an. Vielleicht aber auch der Chrysokoll. Vielleicht ziehen dich auch beide Stapel an, dann ist in beiden vielleicht etwas für dich verborgen. Dann schau dir gern beide Stapel an. Und wenn du noch einen Moment überlegen möchtest, drück gerne auf Stopp. Ansonsten fange ich jetzt mit Stapel 1 an. Hallo an dich, wenn du Stapel 1 gewählt hast und wir schauen mal auf deine erste Botschaft hier aus dem Orakel Heal Yourself Reading Cards. Und da kommt die Traurigkeit. Ja, in deinem Leben gibt es gerade etwas, was dich einfach traurig macht oder es kommt eine tiefe Traurigkeit immer wieder hoch. Ja, vielleicht bist du gerade nah am Wasser gebaut. Ne? Es kommen immer wieder Tränen, da kommen immer wieder Situationen, die dich traurig machen oder es gibt einfach eine Situation, ein Thema, was dich gerade traurig macht. Und das ist eine tiefe Traurigkeit, vielleicht auch eine alte Traurigkeit, irgendwie ja, ein altes Gefühl, was schon lange da ist, was immer wieder aufploppt. Und Tränen sind auf jeden Fall immer heilsam. Und ich sehe hier auch diese Farbpalette mit dem Pinsel. Vielleicht hilft es dir, dich künstlerisch dort auszudrücken und deine Gefühle und Emotionen irgendwie rauszubringen, etwas daraus damit zu kreieren. Vielleicht darf dir aber auch diese Farbpalette sagen, dass du der Künstler, die Künstlerin in deinem Leben bist, dass du Schöpfer, Schöpferin bist, dass du die Macht hast, auch mal Gelb und Orange zu benutzen, um dein Leben zu malen. Du darfst es bunt machen. Ja, vielleicht wählst du unbewusst oder bewusst immer eher Schwarz- und Grautöne. Ja, aber du darfst auch andere Farben in deine Palette einladen. Du darfst auch schauen, wie du dir dein Leben selber bunter gestalten kannst. Ja, aber wenn die Traurigkeit gerade da ist, dann darf sie auch da sein. Dann schenke ihr Raum, dann ja, gib dich diesem Gefühl hin. Aber ne, gib Acht, dass du nicht zu sehr darin versinkst und dass du eben schaust, okay, ne, jetzt habe ich lange genug in diesem Grau- und Braunton vielleicht hier mein Leben gemalt. Jetzt darf ich aber auch wirklich mal wieder Gelb und Rot und Grün und Blau und Orange und Lila und Pink und alles Mögliche benutzen. Ich darf mir erlauben, die Freude und das Spiel wieder einzuladen auch. Dann schauen wir uns jetzt ein Thema an, was losgelassen werden darf. Und da kommt hier die Kontrolle. Ja, du darfst dir erlauben, die Kontrolle über dein Leben, über bestimmte Situationen, vielleicht auch über andere Menschen loszulassen. Du hast keinen Einfluss darauf, was dir das Leben vor die Füße wirft oder wie sich die Dinge entwickeln, was geschieht, was dir der Tag bringt oder das nächste Jahr oder was auch immer, wie sich etwas entwickelt. So, ne? Du kannst natürlich deine Träume und Visionen rausgeben ins Feld und du wirst dadurch auch manifestieren, aber vieles entzieht sich einfach deiner Kontrolle, auch wie schnell etwas geht oder wie genau du an dein Ziel kommst, wie genau der Weg
sich ebnen wird. So, das kannst du alles nicht kontrollieren. Auch vieles im Außen, auch gerade was andere Menschen betrifft oder was vielleicht das Land, den Staat, die Regierung, solche Sachen kannst du nicht kontrollieren. Darum gib die Kontrolle ab und gib dich mehr dem Leben hin, erlaube dir mehr die Hingabe einzuladen und alle Themen rund um Kontrolle loszulassen. Also wann immer du spürst, oh, ich will jetzt hier gerade schon wieder was kontrollieren, ich versuche hier einzugreifen oder die Dinge zu beschleunigen oder irgendwie zu in meinem Sinne voranzutreiben, aber es funktioniert irgendwie nicht, dann erinnere dich, es liegt auch nicht in deiner Macht und es liegt einfach nicht in deiner Kontrolle und dann darfst du das loslassen. Also was du stattdessen einladen darfst, nur dieser Moment zählt. Also das Leben im Jetzt, im Hier, im Augenblick. Ja, und das passt da sehr schön dazu, denn wenn du was kontrollieren möchtest, dann ja meistens deswegen, weil im Hier und Jetzt dir gerade irgendwas nicht gefällt, beziehungsweise weil du gerade nicht im Hier und Jetzt bist. Denn wenn du wirklich in diesem Augenblick ankommst und da bist und dich umschaust, dann siehst du, es ist alles in Ordnung. Und es geht immer nur um diesen einen Augenblick. Es geht noch nicht darum, was ist nächste Woche, was ist nächstes Jahr. Ne? Es geht auch nicht mehr darum, was war gestern, was war letztes Jahr. Es geht nur um diesen Moment. Und darum darfst du diese Energie einladen, davon wirklich im Hier und Jetzt ganz präsent zu sein. Dann schauen wir uns noch ein Thema an, was jetzt gehen darf. Und das ist die Rache. Ja, und vielleicht hat es bei dir was mit der Traurigkeit auch zu tun, dass hier etwas geschehen ist, wo du Rachegedanken hast, Rachegelüste. Ja, jemand hat dich vielleicht verletzt, verlassen, hintergangen oder du fühlst dich zumindest so. Und da sind vielleicht öfters so Gedanken von, den werde ich zeigen oder dieser Person werde ich zeigen, das hat sie jetzt davon oder die muss ich jetzt bestrafen oder so, das kann ich nicht durchgehen lassen. So. Und das darfst du auch loslassen, das bringt niemandem etwas. So. Also ja, erlaube dir Gedanken von Rache und Vergeltung loszulassen, zu vergeben. Den anderen, dir selbst, ne, vielleicht auch zu erkennen, dass das oft nur auch Gespenster in deinem Kopf sind, dass du vielleicht die Dinge auch oft missinterpretierst, so, dass es da einfach einen Teil in dir gibt, ne, vielleicht das Ego manchmal, was sich einfach angegriffen fühlt und dann auf Rache aus ist, aber wenn du dein Herz befragen würdest, würde es sagen, hey, es gibt überhaupt keinen Grund hier, einen Krieg anzuzetteln oder so, es ist alles in Ordnung, ist alles gut, ja, und darum darf das auch gehen und stattdessen, ja, darfst du den Visionär einladen, deinen inneren Visionär, der dir stattdessen hilft, eben dich auf eine lichtvolle Zukunft zu konzentrieren, ne? Und ja, ich habe gesagt, du kannst nicht alles kontrollieren, was eben geschieht, auch eben die anderen Menschen nicht, dein Umfeld nicht, ne? Wie genau, wann und wie lange und wie schnell und so weiter. Du kannst aber und du sollst und darfst deine Visionskraft, deine Traumkraft nutzen, um dir eben die Zukunft im Geiste vorzustellen, damit sie eine Chance hat, zu dir zu kommen. Ja, und darum darfst du deinen inneren Visionär aktivieren und mit ihm zusammenarbeiten und schauen, ja, wenn irgendwo irgendwas passiert ist, worüber du dich aufregst oder sauer bist oder eben in diese Rachegedanken kommst, wenn es was gibt, was dich traurig macht, was wünschst du dir denn stattdessen? Wie möchtest du es gerne haben? Wie wünschst du dir eben dein Leben, dein Umfeld? Ne, deine Beziehungen, die Welt, so. Und dich dann lieber, anstatt dich mit Drachegedanken zu beschäftigen und deine Energie hier auf Vergeltung zu richten, dir lieber vorzustellen, wie möchtest du es denn stattdessen haben? Wie hättest du dir gewünscht, dass die Dinge laufen? Und lieber dann
da reingehen in diese Energie und aber auch im Moment sein, auch dich immer wieder zurückholen, dass jetzt in diesem Augenblick alles in Ordnung ist. Dann noch eine Energie, die gehen darf. Das Bedürfnis nach Mitgefühl. Und da schau mal, vielleicht ist es so, dass diese Traurigkeit ja ein Stück weit kreiert wird von einem Teil in dir, der vielleicht gelernt hat, wenn ich traurig bin oder wenn ich mich klein mache, wenn ich mich vielleicht auch als Opfer, ne, hier liegt die Rache, also dann fühlst du dich ja als Opfer, ne? Jemand hat mir wehgetan, jemand hat mir irgendwas angetan, so, ne? Und wenn du aber in die Racheenergie gehst, gehst du dann in die Täterrolle, weil du, ne, dann wechselst du die Rolle. Aber ja, darunter liegt möglicherweise das Bedürfnis nach Mitgefühl. Vielleicht hast du in der Kindheit gelernt, ne, wenn du in diese Energien, in diese Rollen hineinschlüpfst, dass man dir dann Aufmerksamkeit in Form von Mitgefühl zukommen lässt. Und da gibt es noch diesen Teil, der danach sich sehnt und der eben dann eine Opferrolle oder auch die Traurigkeit einlädt und lebt, um dann vom Außen Mitgefühl zu bekommen. Ja, dann kommen vielleicht alle und sagen, oh, was ist mit dir? Und kann ich dir helfen? Brauchst du mich? Soll ich bei dir bleiben? Also, ne, vielleicht sowas. Und das darf aber gehen, das dient dir letztendlich nicht. Das brauchst du nicht. Das darfst du loslassen. Und stattdessen darfst du die Wahrheit einladen und erkennen, was ist denn die Wahrheit? Ja, brauchst du dieses Spiel von, ne, aus Traurigkeit, aus Opfer, aus Rache, aus dem Bedürfnis nach Mitgefühl, aus Kontrolle? Brauchst du das alles oder wo liegt die Wahrheit für dich? Was ist die Wahrheit? Wer bist du wirklich? Wo kommst du her? Warum bist du hierher gekommen? Mit welcher Mission vielleicht? Mit welcher Aufgabe? Und dienst du dieser Aufgabe gerade? Erfüllst du deinen Seelenplan? Ja, und ich spreche jetzt einfach mal zu deiner Seele und frage sie, ob ihr da auf dem richtigen Weg seid und wie sie dich unterstützen kann, dass du die Wahrheit eben erkennst, wer du wirklich bist und wofür du hierher gekommen bist. Ja, somit lass das ruhig auf dich wirken in Ruhe, schau es dir vielleicht noch einmal an, schau, ob du damit in Resonanz gehst, wo dein Innerstes sagt, ja, stimmt, das war für mich. Das musste ich jetzt hören und ja, dann wünsche ich dir, dass du diese Energien eben die guten einladen und die, die dich eben gerade nicht so nach vorne bringen, dass du die jetzt noch zum Ende des Jahres eben hinter dir lassen kannst, damit du ins neue Jahr ganz kraftvoll und ja, mit einer neuen Wahrheit auch starten kannst. Ja, somit. Waren das deine Botschaften, deine Energien? Also ich hoffe, es war gut für dich, es tut dir gut und lass mich das gerne wissen. Und dann ja, freue ich mich, wenn du auch in eins der nächsten Videos mal wieder reinschaltest. Und bis dahin wünsche ich dir ganz viel Kraft, ganz viel Liebe und Frieden. Und ja, dann vielleicht bis ganz bald. Und ich mache jetzt weiter mit Stapel 2. Hallo an dich, wenn du Stapel 2 gewählt hast und wir schauen hier mal auf eine erste Botschaft für dich. Was ist denn dein Thema? Da kommt wieder die Alchemie. Die hatte ich ja neulich auch in einem Reading. Und somit für dich dein Thema, ja im Prinzip die Transformation oder aus negativen Dingen was Schönes zu machen, zu zaubern, deine Magie anzuwenden. Wirklich das zu kreieren, was du haben möchtest, und zwar aus etwas, was gar nicht danach aussieht. Also sprich aus Lebensumständen, die nicht dem entsprechen, was du möchtest, das zu kreieren, was du möchtest. Ja, ich habe im letzten Reading gesagt, eben aus Scheiße Gold machen. So. Und das Potenzial hast du, die Fähigkeiten hast du. Hier die Alchemie für dein Leben, für deine Situation anzuwenden und hier wirklich die Dinge zu verändern mit deiner eigenen Magie und Kraft,
Visionskraft vielleicht, Schöpferkraft. Und dann schauen wir jetzt mal auf ein Thema, was du jetzt loslassen darfst. Und da kommt die Unehrlichkeit. Und hier bedarf es immer radikaler Ehrlichkeit zu sich selber, ne? Denn vielleicht denkst du jetzt im ersten Moment, ich bin immer ehrlich, ich lüge nie. Und da genauer hinzuschauen, ob das wirklich immer so zutrifft oder ob es nicht Situationen gibt, wo du eben entweder wirklich mal nicht deine Wahrheit im Außen kommunizierst, sondern etwas zurückhältst, nicht sagst, was du wirklich sagen möchtest, nicht deine Wahrheit eben sprichst oder dich verstellst. Ja, da können auch das Thema der Masken reinfallen, also dass du einfach nicht du selber bist, dass du eine Rolle spielst, dass du dich selbst belügst, ja, dass du dir selber irgendwo was vormachst. Das kann einfach auch sein, dass du in einer Beziehung bist, die gar nicht dem entspricht, was du dir wünschst oder wo du gar nicht wirklich glücklich bist, aber dir einredest, dass das das Beste ist, was dir passieren kann und dass da nichts Besseres auf dich wartet und dass du sicher dort bist und so weiter. Oder ein Beruf eben, der dich überhaupt nicht erfüllt und wo du dir aber einredest, das ist, ne, das macht mir Spaß, das ist ein toller Job, ich verdiene hier ganz viel Geld, das ist eine super Sache hier. Ne, aber eigentlich deine Seele, dein Körper, alles in dir sagt, nein, das ist überhaupt gar nicht der Platz, wo ich sein möchte. Also hier wirklich zu schauen, wo belügst du dich selber, wo vielleicht auch andere, wo bist du nicht wirklich du? Und das dann zu verändern jetzt, ne? Auch das hier in die Alchemie zu geben und es zu verändern. Und die Energie, die du einladen darfst dafür, ist Befreiung und Durchbruch. Ja, also hier bedarf es oder ja, darfst du die Befreiung eben wirklich einladen, dich davon zu lösen und hier einen Durchbruch zu erzielen. Also sobald du anfängst, das wirklich zu erkennen, wo es deine Ehrlichkeit bedarf, wo du genauer hinschauen darfst, wo du erkennen darfst, dass du dir selber oder anderen was vorgemacht hast, so wenn das gehen darf und sich auflösen darf, kommt ein Riesendurchbruch. Und ich hatte ja auch in den Dezember-Energien, wo ich den kleinen Livestream gemacht habe, da lag ja für den Dezember jetzt der Turm, der genau auch dafür steht, für Befreiung und Durchbruch. Ne? Und das ja, spiegelt sich hier für dich jetzt eben auch wieder, dass das die Energie ist, die du wirklich einladen darfst, für große Veränderungen und Transformationen. Dann schauen wir, was du noch loslassen darfst. Und das ist Konkurrenz, Konkurrenzdenken. Vielleicht auch das Gefühl von Trennung. Ja, du siehst hier die Menschen, die in Gemeinschaft feiern und tanzen und das Leben zelebrieren, um den Baum herum tanzen und dann hier der Ziegenbock vielleicht, weil er dafür ja manchmal genommen wird, dass man zickig ist oder mit dem Kopf durch die Wand will, stur ist, vielleicht zu stolz oder so. Und auch der Mensch, der hier steht, ja, einfach zu stolz ist, um auch dorthin zu gehen, ne? Die anderen eben vielleicht als Konkurrenten betrachtet. Und er möchte lieber hier allein auf dem Gipfel stehen. Er möchte vielleicht der Beste sein. Er möchte ganz oben sein. Vielleicht verachtet er die, die gar nicht danach streben und lieber hier feiern und tanzen und da unten sind, während er da oben ist. Und da darfst du auch in dich reinspüren, ob du auch so einen Anteil in dir hast, der das möchte. Ja, der sich irgendwie bewusst von den anderen zurückzieht oder sein eigenes Ding macht oder der einfach danach strebt, irgendwo auf dem höchsten Gipfel zu sein, der Beste zu sein, alle anderen auszustechen und gar keinen Bock hat, irgendwas mit den anderen gemeinsam zu machen. Ne, also in welcher Form auch immer sich Konkurrenzdenken in dir zeigt und du das fühlen und wahrnehmen kannst, auch das darf jetzt gehen, das darfst du auch loslassen, darfst dich davon verabschieden, weil du das gar nicht brauchst, nicht nötig hast und weil dich das am Ende auch überhaupt nicht glücklich machen wird, ne, wenn du dann alleine auf dem Berg stehst und dann zwar den höchsten Gipfel vielleicht erreicht hast,
Aber ja, dann bist du vielleicht allein dort oben, ne? Und die anderen, die gar nicht danach streben, weil sie wissen, auf das kommt es eben gar nicht an, sondern ne, es ist, wir sind viel glücklicher hier gemeinsam auf einer Stufe zu sein und einfach nur das Leben zu genießen und um mehr geht es gar nicht. Genau, und stattdessen darfst du einladen, deinen, ja, oder die Energie des Lehrergottes zu sein, also dass du hier bist als Abgesandter Gottes sozusagen, dass du hier bist, um die Lehren Gottes zu ja, auf die Erde zu bringen. Und vielleicht magst du den Begriff Gott nicht. So geht es ja vielen von uns einfach, weil das von der Kirche so missbraucht wurde. Sieh Gott als die Kraft, die Energie der Liebe, des Friedens, des Mitgefühls. Ja, Gott ist im Endeffekt nichts anderes als Liebe. Und somit, wenn du ein Lehrer der Liebe bist, ja, und du siehst ja auch diesen Kristall vielleicht, der auch auf Höhe des Herzchakras hier leuchtet und strahlt. Und auch da hinten sehen wir diesen Baum. Und hier die Menschen, die um den Baum herum tanzen. Und hier auch ein Sprössling, der sich durch den Asphalt hindurch bewegt. Somit geht es einfach darum, das Leben zu feiern und für das Leben zu sein, zu arbeiten, zu wirken, den Menschen vielleicht auch nahe zu bringen, dass es um das Leben selber geht. Ja, dass es gar nicht darum geht, was zu erreichen oder irgendwelche Trophäen zu sammeln oder was auch immer, sondern es geht einfach nur darum zu leben und dieses Leben auf die bestmögliche Weise zu führen und zu zelebrieren und ja, die Liebe eben zu verankern, zu sein einfach. Und du bist dafür hierher gekommen, ne? Und nun hast du hier dieses Thema mit der Unehrlichkeit und der Konkurrenz und das darfst du für dich auflösen, um eben zu erkennen, hey, das bin ich auch alles gar nicht. Das bin ich ja gar nicht. Ich bin hier für die Liebe, um die Liebe auf die Erde zu bringen und sie auch unter die Menschen zu bringen, um vielleicht selber Menschen, die so denken, ja, wie du es auch einen Anteil in dir hast, sobald du das für dich transformiert hast und erkannt hast und verändert hast und in diese Energie reingehst, für die du hierher gekommen bist, wirst du auch andere Menschen, die auch in diesem Konkurrenzding drinne sind, berühren können mit deiner Energie, mit deiner Liebe, mit deiner Wahrheit und dafür sorgen, dass die eben auch von ihrem Berggipfel da wieder runterkommen, weil sie merken, ja, okay, was soll ich jetzt hier? Es bringt eigentlich gar nichts. So, ich will lieber auch da unten bei den anderen sein. Ja, also bist du vielleicht auch hier, um den Gemeinschaftssinn zu stärken, um den Menschen zu zeigen, ne, erstmal dir selber das zu zeigen und zu verstehen, worum es hier eigentlich geht, nämlich um das Leben selbst. Und ja, dann kommt noch eine Energie, die losgelassen werden darf und das ist das Recht haben wollen. Ja, was so ein bisschen so ähnlich ist wie dieses die Konkurrenzenergie, weil auch der unbedingt Recht haben will, auch letztendlich allein kämpft und allein steht, so, weil er, ne, jeder, der nicht seiner Meinung ist oder jeder, der irgendwas dagegen sagt, ist für ihn ja, ne, den schubst er weg, so weil, hey, entweder ne, du siehst das so wie ich oder ich will dich nicht in meinem Umfeld haben, so nach dem Motto. Ja, auch das, dieses unbedingt Recht haben wollen oder andere überzeugen wollen, andere ja, irgendwie auf deine Seite zu holen, von deiner Wahrheit zu überzeugen, auch das wird eher die Menschen von dir weg stoßen, ne, als dass da irgendwie was Positives dabei rauskommt. Also auch das darfst du loslassen. Ja? Also wenn du dich dabei erwischt, dass du unbedingt gerade Recht haben möchtest, dass du jemanden überzeugen möchtest, dass du das Gefühl hast, deine Wahrheit ist die einzig richtige und alles andere ist falsch und jeder andere muss das genauso sehen jetzt wie du, dass du dann einen Schritt zurückgehst und sagst, nee, ich lasse die anderen da, wo sie sind. Es gibt so viele Wahrheiten, wie es Menschen auf dem Planeten gibt.
Ja, jemanden zu überzeugen hat wieder nichts mit der Liebe zu tun und nichts mit deinem Auftrag. So, du bist nicht hier, um irgendwen von irgendwas zu überzeugen, ne, sondern du hast deine Energie, deine Wahrheit, und wer damit in Resonanz geht und wer dafür bereit und offen ist, der wird zu dir finden. Und den brauchst du dann auch nicht überzeugen, der weiß dann, dass du die Wahrheit sprichst. So. Und alle anderen, ja, die haben ihren Weg. So, da bist du dann gar nicht dafür zuständig, die mitzuziehen oder zu retten oder so. Und die letzte Energie, die du noch einladen darfst, empfangen darfst jetzt, ist die ganze Fülle des Lebens zuzulassen. Und auch hier sehen wir da im Hintergrund die Menschen, die Musik machen und Spaß haben. Auch hier wieder der Baum, ja, vielleicht der Baum des Lebens, Früchte, Tiere, Fülle einfach. Fülle ist Leben auch, ne? Und das wirklich einzuladen, ne? Du siehst hier diese düsteren Energien, die dich auch eher trennen von den Menschen, so dass all das darf jetzt losgelassen werden, ne? Nicht ehrlich zu sein, egal ob nur dir selbst gegenüber oder aber auch wirklich nach außen, Kontrolle oder nee, Konkurrenz, Recht haben wollen, so all das trennt dich von den Menschen, und deine Seele wünscht sich aber wahrscheinlich eher Gemeinschaft und Feiern. Diese Fülle eben, die Liebe unter die Leute und in dich auch zu bringen, zu feiern, Spaß zu haben, zu tanzen, die schönen Seiten des Lebens einfach zu genießen, und dich nicht damit aufzuhalten, irgendwie ne, der Beste sein zu wollen oder unbedingt Recht zu haben oder so. Darum nutze die Macht der Alchemie, die in dir wohnt und die du in dir trägst. Du kannst all das wandeln und verändern, so wenn du dich quasi ja für das entscheidest, wer oder was du wirklich bist, mit welchem Auftrag du hierher gekommen bist. Also wenn du dich erinnerst, was du hier eigentlich bewirken wolltest auf der Erde. Ja, und somit spreche ich zu deiner Seele und bitte sie, dass sie dich wirklich daran erinnert und das in dein Bewusstsein bringt, mit welchem Auftrag du hier auf der Erde bist und was du hier eigentlich bewirken und erleben möchtest, und dass sich das dann mehr und mehr in dein Leben integrieren darf. Ja, somit sind das deine Impulse und Botschaften für heute. Ich hoffe, es unterstützt dich. Lass das gerne auf dich wirken in Ruhe. Schau es dir vielleicht nochmal an. Und ja, dann möge es dich wirklich auf die beste Weise unterstützen. Und ich wünsche dir für deinen Weg alles, alles Liebe, ganz viel Frieden und Glück und eben diese ganze Fülle, Freude. Und ja, vielleicht hast du Lust, in eines der nächsten Videos auch wieder reinzuschalten. Da würde ich mich sehr freuen. Und ja, bis dahin, hab eine schöne Zeit und bis ganz bald.